Hiya Fischlinge, bevor dieses kleine, aber feine Video meinerseits losgeht, wenn dir oder euch gefällt, was ihr hier seht, dann dürft ihr das sehr gerne durch eine positive Bewertung dieses Videos zeigen. Däumchen wären Träumchen. Sehr gerne auch ein oder auch mehrere Kommentare schreiben, wenn ihr noch was wissen wollt, was beizutragen habt oder ein Wunschthema habt. Und wenn du oder ihr das immer noch nicht getan habt, abonniert doch mal diesen Kanal. Das wäre sehr, sehr freundlich und hilft mir weiter. So, dann würde ich sagen, Intro und los geht die wilde Fahrt. Leute. Schon wieder stehen wir im Fischkeller. Und ja, da standen wir auch letzte Woche, nämlich das gab's letzte Woche. Und herzlich willkommen zu einer kleinen, aber feinen Folge meinerseits. Und zwar steht heute sehr, sehr viel auf dem Plan. Nicht nur, dass ich euch die Rammis zeigen werde, da habe ich euch ja letzte Woche so ein kleines bisschen hängen lassen, war gemein. Der ein oder andere hat mich schon schwer kritisiert, ich gelobe Besserung. Aber heute werde ich Rede und Antwort stehen, ohne doppelten Boden, auch wenn alles nicht so gelaufen ist wie geplant vorweg. Aber bevor wir das machen, schnappe ich jetzt meinen Autoschlüssel, ziehe mir noch eine Weste an. Ich nehme euch nämlich mit Fische einkaufen, weil wir werden heute ein kleines Monster und einen ganz besonderen Fisch für einen ganz besonderen guten Freund von mir abholen gehen. Aber ich melde mich wieder, wenn wir da sind. Los geht's. Tja, wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Hi! Vielleicht habt ihr es erkannt. Wir sind bei der Zierfischfarm Jung, beziehungsweise ich stehe schon in einem der Räume, habe mich schon ein bisschen umgeguckt und ich zeige euch mal, was es hier für Fische gibt, weil wenn wir schon hier sind, dann zeige ich euch, was abgeht und dann zeige ich euch, warum ich eigentlich hierher gefahren bin und welchen sehr, sehr coolen Fisch wir mitnehmen werden. Okay, auf geht's. Ich habe euch Fische versprochen. Ich zeige euch natürlich noch ein paar Fische. Ich laufe jetzt hier einfach mal durch. Ist jetzt gerade keiner da, dann hört mich ja keiner beim Reden. Hier haben wir schon das erste, was super, super schön ist. Und ich soll nicht mit der Hand so fuchteln, aber es macht Spaß. Und zwar sitzen hier Skalare und nicht irgendwelche Skalare, sondern Santa Isabel in XXL. Ich halte mal die Hand daneben. Also die sind, ne, könnt ihr sehen, echt schöne große Tiere, wunderschöne Skalare. Gefallen mir sehr, sehr gut. Wenn ich Platz hätte, würde ich die auch gerade mitnehmen. Aber für was für einen Fisch ich mich entschieden habe, das zeige ich euch gleich. Gleich habt ihr es ja am Thumbnail schon erahnen können. Aber ja, da müssen wir in einen anderen Raum, die sitzen nicht hier. Aber wunderschön, wunderschöne wilde Skalare. Teilweise braucht man die ganzen, also ich sage tatsächlich, die ganzen Zuchtformen sind meiner Meinung nach eigentlich gar nicht möglich, weil es gibt so, nicht möglich, nicht nötig, sowas. Sowas gibt es in der Natur. Ich finde nicht, dass an diesem Tier irgendwas zu verbessern ist. Wunderschön und die sitzen jetzt hier auch nicht bei Beleuchtung, die jetzt auf total Farbe getrimmt ist oder sowas. Also ihr könnt euch vorstellen, wie die in einem schön eingerichteten Becken mit einer dementsprechenden Beleuchtung drauf dann halt auch aussehen. Ein absolutes Gedicht, aber leider kein Platz. Okay, gehen wir mal weiter. Also ihr kennt den Raum, wenn ihr wollt. Ich verlinke euch unten mal ein Video. Ich war ja schon ein paar Mal hier und habe mal auch ein Video gedreht, wo ich so ein bisschen erzähle, wie, was, wo hier bei der Zierfischfarm Jung abgeht. Ich verlinke euch das, da könnt ihr euch das angucken. Ich wollte euch jetzt einfach nur noch ein paar Fische zeigen. Das ist ein Raum, insgesamt gibt es drei Stück. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir Corridoras, Schwarzis haben wir hier. Auch ein wunderschöner Panzerwels. Wenn noch ein gutes Stück größer. Ein ganzes Becken voll, so 200 Stück könnten es sein. Hier unten haben wir Hemichromis Exul oder wie sie sich nennen, die, ich weiß gar nicht, also ich hatte früher immer die Bimaculatus oder die Lifali, wobei das scheinbar so ist, dass das gar nicht eigentlich das ist und dass die Unterscheidung von diesen Fischen gar nicht mal so einfach ist und dass da wohl auch Hybriden unterwegs sind, wobei das unter Vorbehalt, ich weiß nicht ganz, ob das richtig ist, die sehe ich im Moment überall. Auch ein wunderschöner Fisch, ein schönes Rot, aber auch nicht so
ganz easy und dann doch auch eine Nummer größer und territorial. Also die bauen natürlich das Becken um und kleinere Fische enden als Futter oder ja, wird der gar ausgemacht. Also das auch nur zu anderen größeren Schigliden. So, was haben wir denn hier noch? Hier haben wir noch Santa Isabel. Hier haben wir Neons, schöne rote Neons in XXL. Sind auch Wildfänge, sehe ich gerade am Becken. Also das sind wilde Neons. Hier unten haben wir noch die Nummer kleiner. Auch noch Neons. Was haben wir hier? Hier haben wir Kupfersammler. Oben haben wir noch ein paar Malabis bzw. Firefish, also eine Zuchtform. Und Maleri haben wir hier noch sitzen. Maleri sind Aulonocara, die gelben, die da drin rumschwimmen. Die Männchen kriegen einen ganz blauen Kopf. Kann man auch schon leicht erkennen. Und die Mädels sind die grauen Mäuse, die da rum sind. Sie hat auch schon tatsächlich Jungtiere im Maul. Das sind Maleris, also Aulonocara kennt ihr, gibt es ganz, ganz viele. Als Kaiserbuntbarsch werden sie oft auch angeboten. Und das sind die Weibchen, meistens grau, braun, silber und so weiter. So, hier haben wir noch ein paar Erdfresser. Das sind Geophagus altuzun, steht da drauf, oder altuzunu, ich kann es nicht ganz lesen. Erdfresser kenne ich nicht so aus, von daher halte ich mich jetzt da bedeckt, aber auch ein wunderschöner Fisch. Und ich habe noch ein paar andere Sachen entdeckt, beziehungsweise auch Erdfresser, die ich euch gleich zeige, weil die sind Bombe. Das sind jetzt Jungtiere, aber man kann schon erkennen, Potenzial, wunderschöne Fische, lassen sich auch in der Regel mit Skalaren halten, sind auch sehr, sehr friedlich unterwegs, also wunderschöner Fisch. Mag ich sehr, sehr gerne und irgendwann hole ich mir auch mal noch Erdfresser. Welche bin ich mir aber noch nicht ganz sicher. So, was haben wir denn hier noch? Hier haben wir Latibes, also Reisfische. Kennt ihr auch. Hier haben wir Demasoni, ist auch Malawi. Und hier haben wir was Besonderes. Und zwar habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht. Das hier sind, oh Gott, wie heißen sie? Splendens. Also nicht Better Splendens, sondern das sind Hochlandkerbflinge. Da gibt es auch ganz viele davon, ich glaube über 60 Arten. Splendens sind so die gängigsten. Da habe ich auch mal ein Video drüber gemacht, auch das verlinke ich euch in der Beschreibung. Ist was zum Thema Artenschutz, weil die tatsächlich in der Natur so nicht mehr vorkommen oder nur noch ganz selten. Aber ich glaube, sie sind ausgestorben, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. So, dann haben wir hier noch was Schönes. Hier haben wir Poly White. Ich habe ja die Petricola, das sind auch Synodontis, und zwar die Poly White, die so ganz, ganz hell schneeweiß sind. Wenn sie größer werden, will ich mir hier auch noch mitnehmen, aber im Moment habe ich keinen Platz. Aber Poly White ist auch noch sowas, was ich haben möchte. Ist von der Größe und der Haltung eigentlich fast 1:1 wie die Petricola. Hätte ich Bock drauf. So, dann haben wir hier noch ein paar Barben. Hier haben wir dann Luzipines, ist auch nochmal ein Synodontis, aber eine andere Sorte, auch sehr, sehr schön. Aber ich habe die Petricola, Luzipines Petricola, sehr, sehr ähnlich. Ich bleibe im Moment mal bei den Petricola. Vielleicht hole ich mir auch noch Luzipines, mal gucken. So, dann haben wir hier auch noch ein paar Malawis. Ich gucke mal, was ich euch noch zeigen kann. Okay, dann gehen wir mal in die Richtung. Hier wird es nämlich sehr, sehr Malawi-lastig. Vorher war das hier mal eigentlich fast alles Malawi. Mittlerweile ist das auch mit anderen Sachen gespickt und hat sich ein bisschen verändert. Oh, da läuft noch ein bisschen Wasser, das drehe ich mir gerade zu. So, was haben wir hier? Hier haben wir Venustus. Das sind die Männchen, also Nimbochromis Venustus. Er hier ist das Männchen, die kriegen so einen ganz blauen Kopf und ein richtig schönes Männchen hat auch diese Giraffenzeichnung nachher gar nicht mehr und ist eher so goldgelb. Und die Weibchen haben immer dieses schöne Fleckenmuster oder Giraffenbuntbarsch nennt man sie deshalb auch, weil sie diese Giraffenflecken haben. Und die Weibchen kriegen aber keinen blauen Kopf, wird auch eine Nummer größer und haben eine sehr, sehr coole Schlaftechnik. Also eine Jagdtechnik oder Schlaftechnik kann man sie tatsächlich nennen. Es gibt auch noch, also das ist jetzt Nimbochromis Venustus, es gibt auch Nimbochromis Livingstoni, die machen das noch eher. Die sind ein bisschen heller tatsächlich gefärbt, haben aber auch ein Fleckenmuster. Und zwar legen die sich hin, als wenn sie schlafen würden oder tot wären. Und wenn sich ein kleiner Fisch nähert, sausen die blitzschnell hoch und schnappen sich so ihre Beute. Also ganz abgefahrene Jagdtechnik.
Dann haben wir hier noch drin Phenoschilus, aber nicht die Tansania mit den weißen Flecken, sondern das sind die White Lips. Ihr könnt es schon vorne erkennen, warum White Lips. Die kriegen so ganz schneeweiße Lippen vorne und haben halt einen ganz blauen Körper. Auch ein sehr, sehr schöner Fisch. Ich hatte sie mal. Lustigerweise haben die sich bei mir den ganzen Tag wirklich auf die Fresse gehauen. Außer es ist ein anderer Fisch dazwischen gekommen. Dann haben sie mit 7 Leuten den geprügelt. Von daher habe ich dann nochmal Abstand genommen und ich würde sie dann auch eher in einem Artbecken oder zu was, was wirklich sie dominiert oder größer ist, machen. Aber ganz schöne Drecksäcke. Zumindest die, wo ich hatte. So, dann gucken wir hier immer noch weiter. Hier haben wir auch noch was Großes, Stigmatochromis da oben, auch ein sehr, sehr schöner Fisch. Das ist auch so ein richtiger Räuber im Malawisee. Das kann man ihm, glaube ich, schon ansehen. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Lichtverhältnisse sind natürlich im Großhandel immer ein bisschen schwierig. So, dann haben wir hier noch Yellows. Jede Menge Yellows. Yellows gehen ja einfach immer, ist immer noch der Malawi überhaupt. Was haben wir noch Schönes? Hier haben wir noch ein paar Seimler. Hier haben wir zum Beispiel Trauermantelseimler. Kennt ihr ja, All-Time-Favorite oder halt einer der bekanntesten und pflegeleichtesten Seimler in der Aquaristik überhaupt. Sind sehr, sehr schön große Tiere auch. Wenn ihr hier mal so den Vergleich von meinem Finger habt, also sehr, sehr schön. Trauermantel kann schon, sagen wir mal so, die Größe von einem 5-Mark-Stück ist da drin, noch ein bisschen größer mit den Flossen. Sehr, sehr schöner Fisch, auch wenn er jetzt farblich nicht so die Bombe ist, aber gerade für Anfänger sehr, sehr toller Fisch. Ich mag Trauermantelsammler tatsächlich. Gibt es auch mittlerweile noch in einer weißen Züchtung. Und ich glaube, albinotisch gibt es sie mittlerweile auch. So, hier haben wir noch mehr Yellows. Hier haben wir auch weiße Yellows. Ja, also seht, es gibt auch Yellows in weiß. Und ihr wisst ja, es gibt bei Malawis viele Standorte. Ich habe den Standort Kakusa. Es gibt aber auch noch Lions Cove und noch ein paar andere. Also Yellows ist auch nicht gleich Yellow. Hier haben wir schwarze Neons, auch ein Fisch, den ich sehr, sehr mag. Auch da habe ich mal eine Fischvorstellung gemacht. Könnt ihr euch gerne angucken. Genau wie über den Trauermantelsammler. Das findet ihr alles in den Fischvorstellungen. Und jetzt kommen wir zu was, was ich auch sehr, sehr mag. Und zwar sitzen hier Sterbei drin. Sterbei kennt ihr ja. Ich ziehe ja selber Sterbei. Sehr, sehr schön. Ich mag Sterbei. Ist für mich immer noch einer der Panzerwelse schlechthin. Und jetzt kommen wir zu was richtig Besonderem. Guckt euch hier mal diese wunderschönen Oscars an. Müssten wilde sein, den Standort weiß ich jetzt nicht. Genau so tief bin ich in dem Oscar-Game nicht drin, aber wunderschönes Pärchen. Granatenmäßig, richtig, richtig groß. Also die haben über 30 cm zumindest eher. Und wunderschöne Erdfresser sind hier auch noch drin. Die Art muss ich jetzt auch lügen. So tief bin ich, wie gesagt, im Erdfresser-Game nicht drin. Granatenmäßig, also gute 2 Handflächen sind die groß. Wunderschön. Also wenn du ein großes Becken hast, wow, die wären was. Aber sowas werde ich auch nicht unter 3 Meter halten. Sind die geil. Ich hoffe, man kann es so ein bisschen auf der Kamera erkennen. Und hier haben wir noch was Schönes. Hier haben wir einen Messerfisch. Müsste ein Weißstirn-Messerfisch sein. Auch sehr, sehr geil. Guck mal, wie der die Flossen unten bewegt. Und auch diese Fische, die senden elektromagnetische Impulse aus und orientieren sich so tatsächlich. Das auch in völliger Dunkelheit und die brauchen ihre Augen eigentlich kaum. Ist aber ein Fisch, wenn man den in der Aquaristik hält oder in einem Aquarium hält, die sollten genug Verstecke haben. Und wenn ich es jetzt nicht durcheinander werfe, sollten die auch Gesellschaft haben und im Trupp gehalten werden und Ecken zum Verstecken haben. Sehr, sehr geil. Bei der Oscar, wow. Richtig, richtig geile Tiere. Oscars sind sowieso geil, oder Faunaugenbuntbarschen nennt man sie auch. Sind so richtige Charaktertiere. Also ich mag sie sehr, sehr gerne. Irgendwann hole ich mir auch mal noch Oscars. Hier haben wir dann noch was. Habe ich jetzt gerade gesehen. Das hier sind Hongis, beziehungsweise Labidochromis Hongi. Also die roten hier. Das ist aber jetzt auch schon eine Selektionszucht, und zwar laufen die unter Schweden, nennt man die, die einen höheren Rotanteil haben. Bei ihm da unten kann man es sehen, also die sind, in der Regel hat ein wilder Hongi eher über den Rücken und so am Bauch ein bisschen orange. Der Schweden ist teilweise fast so 2/3 komplett so orange-rot, so wie das Männchen da unten. Und das hier sind Perlmutts, Pseudotrophus Perlmutt, auch ein sehr, sehr schöner Fisch, aber beide
Arten, die echt Feuer im Arsch haben. Also das solltet ihr Platz haben und solltet die auch in einer größeren Gruppe halten. Obwohl sie klein sind oder kleinbleibend sind und zu den Felsenbewohnern gehören, haben die richtig Feuer im Arsch. Also in einem zu kleinen Becken gibt es da Mord und Totschlag. Dann lasst mich mal gucken, was haben wir hier noch Schönes. Hier haben wir auch was Großes, Exochromis, wird auch ein richtiges Schiff. Ist also auch ein Räuber aus dem Malawisee. Auch sehr, sehr schön. Hier ist mir jetzt gerade der Name entfallen. Müssten Bukochromis sein. Ja, sind Bukochromis. Auch sehr, sehr schön, aber auch eher was für Leute mit richtig, richtig großen Becken, weil die werden groß. Dann, was haben wir noch? Das ist übrigens auch eine Hongi-Züchtung. Und zwar laufen die unter Sunflower-Hongis, werden die genannt. Die sind halt so ganz orangefarben. Könnt ihr sehen. Also das ist auch eine Züchtung, aber bedenkt halt bei Malawis, die ganzen Zuchtformen oder allgemeinen Zuchtformen von Buntbarschen sind meistens sehr, sehr aggressiv, beziehungsweise haben gesteigertes Aggressionspotenzial. Und ja, man hat öfters so seine Probleme. Und es gibt so viele hunderte verschiedene Malawis, also ich würde euch empfehlen, bleibt bei den Naturformen. Aber ist natürlich euch überlassen. Hier haben wir auch was, was ich tatsächlich zu Hause habe. Und hier haben wir Aulonocara Stuart Grandi Chilumba. Sehr, sehr schöne junge Männchen. Also sind, ihr habt da nochmal einen Fingervergleich. So ihre 8 bis 10 cm haben die, aber sehr, sehr schön. Das Blaue sind die Männchen und hier das Braune oder Graue ist das Weibchen. Hier auch nochmal eine Zuchtform. So einen albinotischen, das müssen Eureka sein. Ja, sind Eureka. Also Eureka ist auch in Malawi, in Aulonocara und die gibt es auch in so albinotischer Form oder mit höherem Rotanteil und so weiter. Aber das hier sind Chilumba, ist eine Naturform, sehr, sehr schön. Die in Kombination mit zum Beispiel Yellows in dem Becken, absoluter Traum. Ich mag sie sehr. Dann gucken wir mal, was ich noch zeigen kann. Hier haben wir Peterlingsbarben, kennt ihr auch. Standardfisch, sehr, sehr schön. Die Männchen werden so richtig... richtig rot, haben auch fast gar keine Streifen, wenn man schönes Männchen hat. Und die Weibchen sind, na, sagen wir so, leicht ockerfarben mit so einem Strichmuster und so ein paar Punkten. Auch ein sehr, sehr schön einfach zu haltender Fisch. Und für eine Barbe tatsächlich sehr, sehr lieb und kein so Flossenrupfer, wie das zum Beispiel Sumatra-Barben sind. Muss man gerade gucken, Sumatra-Barben waren doch hier, glaube ich, auch irgendwo. Ich glaube, ein Ding weiter. Ups, hier tropft ein bisschen Wasser. Gucken, was ich noch zeigen kann. Hier haben wir schöne Taiwan-Reef. Auch ein sehr, sehr schöner Fisch. Mag ich sehr, sehr gerne. Also Taiwan-Reef, die bläulichen hier. Da sind noch ein paar andere drin. Aber das blaue hier ist ein Taiwan-Reef. Das ist ein Männchen. Und hier, das ist auch ein Männchen. Das hier ist ein Weibchen. Also die, wo ihr hier seht, das sind Mädels von dem Taiwan-Reef. Also auch da, obwohl es kein Aulonocara, sondern ein Protomelas ist, sind auch hier die Weibchen sehr, sehr dezent. Dann lasst mich mal noch gucken. Hier, oh, da haben wir noch was. Habe ich was vergessen? Hier haben wir noch einen Süßwasserstechroch und einen Motoro. Und zwar ein Männchen. Sieht man daran, der hat hinten diese kleinen Paddel. Das haben die Weibchen nämlich nicht. Also das ist ein Männchen. Und der ist ja ein gutes Stück größer wie so ein Suppenteller. Auch sehr, sehr cool. Sieht man auch nicht so oft. Und auch was für Leute, die richtig große Becken haben. Es gibt zwar auch Süßwasserstechrochen, die ein bisschen kleiner werden, aber das ist einfach nichts für so 300, 400 Liter. Da solltet ihr schon ein richtig großes Aquarium haben, für Süßwasserstechrochen zu halten. Und Stechrochen, weil die haben hier hinten am Schwanz haben die einen Stachel. Und das ist äußerst schmerzhaft, den abzukriegen. Man sollte also so einen Rochen nach Möglichkeit nicht anfassen und sich von diesem Schwanz fernhalten oder den fixieren. Tut Schweine weh und kann sich ganz, ganz böse entzünden. Also man sollte aufpassen mit Süßwasserstechrochen. Okay, was haben wir hier denn noch? Was haben wir noch? Also wir haben jede Menge, aber ich gucke mal, was ich euch noch so zeigen kann. Hier haben wir noch schöne L200. Super, super schöner Fisch. Mag ich sehr, sehr gerne. Ist mit einer meiner absoluten Favorites, wenn es um L-Welse geht. Wunder, wunderschöne Fische, auch sehr, sehr groß. Sauschöne Tiere. Mag ich sehr, sehr gerne. So, hier auch nochmal Zuchtform. Sogenannte Marmalade Cat oder Aulonocara Speck Marmalade Cat. Wobei sich da ja gestritten wird, ob man überhaupt Aulonocara sagen darf bei so Zuchtformen. Weil es ja eigentlich kein Aulonocara ist, sondern andere Arten damit eingekreuzt worden, dass sie so aussehen. Wir lassen sie mal in Ruhe, die sind ein bisschen schreckhaft. Was haben wir denn noch Schönes? Ne, hier war nicht die Sumatras. Ah, hier haben wir noch was. Ein Signalstreifen.
Und zwar ein Mönchhausia Costae, die tatsächlich jetzt auf einmal überall auftauchen. Ich weiß gar nicht so warum. Ist tatsächlich ein eigentlich silberner Sammler, wird auch eine Nummer größer, also ungefähr so die Größe können sie kriegen. Und hat hinten am Schwanz, könnt ihr das vielleicht sehen, so einen schwarzen Strich nach oben. Deswegen Signalstreifen Mönchhausia. So, dann hier haben wir auch noch ein paar Esteria, hier haben wir noch ein paar Lamprologus, Neolamprologus Loipi, so heißt es. Es ist eigentlich so einer der Standardfische im Tanganika-Bereich. Gibt es in Gelb, gibt es aber auch in Orange, jetzt weiß ich nicht so ganz, ist das eine Standardvariante oder ist das eine Züchtung, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Die Tanganika-Experten unter euch können das hier mal reinschreiben. So, hier haben wir noch ein paar große Malawis. Aber Malawis habe ich euch jetzt schon einige gezeigt. Und dann gucken wir mal noch, was haben wir hier noch? Ich muss gucken, wo sie sitzen. Die habe ich nämlich eben gesehen. Und zwar, ich habe euch ja schon mal was von der Prinzessin von Burundi erzählt. Und hier sitzen tatsächlich welche. Das sind Prinzessin von Burundi. Wunderschöner Fisch. Oder, also die wissenschaftliche Bezeichnung ist Neolamprologus Brichardi. Und die sind insofern besonders, nicht nur, dass sie sehr, sehr hübsch aussehen, sondern dass die Kastenaufzucht machen. Das heißt, wenn ihr ein Pärchen habt, das macht Jungtiere. Und wenn die Jungen dann schlüpfen, legen die Eltern das nächste Gelege. Und die Alttiere und die erste Generation kümmert sich um die nächste Generation. Und so ist das wie so ein Kastensystem. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn dann ein großer Fisch kommt, der gerne da was fressen will, hat der ganz schnell ein paar hundert Fische, die sich gegen ihn stellen. Und so schützen die sich auch ein bisschen. Also sehr, sehr cooler Fisch, ganz interessantes Brutverhalten. Und ich muss mir unbedingt mal wieder welche hören, weil sie sind wirklich wunderschön. Ich mag sie sehr, sehr gerne. Es gibt die Prinzessin von Burundi, es gibt aber auch noch die Königin von Burundi. Da blende ich euch mal den Namen ein, der ist mir entfallen. Und es gibt aber auch noch mehrere aus diesem Neo-Komplex. Also hier sitzen zum Beispiel noch, Gott, wie heißen sie? Ich kann es nicht lesen. Aber das ist auch noch was aus dem Komplex, sehen aber ein bisschen anders aus. Die wollte ich euch auf jeden Fall mal noch zeigen. So, hier unten haben wir auch noch was Cooles. Und da könntet ihr ahnen, für was wir vielleicht hier sind. Und zwar haben wir hier einen Kugelfisch. Und das ist nicht irgendein Kugelfisch, sondern das sind MBUs oder Tetraodon MBU. Das ist so der größte Süßwasserkugelfisch, den es gibt. Das sind jetzt Jungtiere, die sind so, ja, ihre 15 cm haben die schon auf jeden Fall. Hier sitzen mehrere, also hier sitzt noch einer, da sitzt noch einer. Die können tatsächlich zwischen 50 und 75 cm groß werden, je nachdem, was für ein Geschlecht es ist. Was bei denen wichtig ist, bei denen wachsen dauerhaft die Zähne. Bedeutet, die brauchen unbedingt Nahrung, wo sie ihre Zähne bearbeiten und abnutzen können. Sonst kriegen die nämlich eine Maulsperre, weil die Zähne dauerhaft wachsen und wenn die sich nicht abnutzen, kriegen die eine Maulsperre und daran sterben die Tiere. Also im Gegensatz zu Karl, meinem Verhaker oder Nilkugelfisch, wo die Zähne nicht so extrem wachsen, braucht er unbedingt Muscheln, Krebstiere und Schalen, die er knacken kann, um seine Zähne abzunutzen. Sonst hat man an sowas nicht lange Spaß und er sollte auf jeden Fall auch Platz haben. Aber wunderschöner Fisch, auch wenn es hier ein bisschen spiegelt. Hätte ich Platz, würde ich mir auch ein MBU holen, aber da fehlt mir leider die Kapazität. So, dann hier haben wir noch ein paar Malawis. Hier haben wir noch was Schönes. Hier haben wir zwar Chilumba sitzen, aber zwischen den Chilumba sitzt auch hier sowas. Sieht sehr, sehr ähnlich aus, aber wenn ihr genau hinguckt, seht ihr den Unterschied. Und zwar sind das Copadichromis azureus. Also kein Alunopara, sondern ein Copadichromis. Und bei den Weibchen sieht man den Unterschied dann deutlicher. Die mit den schwarzen Flecken hier. Das sind die Weibchen von den Copadichromis. Und von den Chilumba, die Weibchen, habe ich euch ja gezeigt. Das ist zum Beispiel sie hier. Sie hat auch übrigens Eier im Maul oder schon Jungtiere. Und hier haben wir noch was Schönes dann. Ah, und hier hinten haben wir Sumatras. Jetzt zeige ich euch die Sumatras. Das sind Sumatra-Barben. Auch ein sehr, sehr schöner Fisch, aber mit Vorsicht zu genießen und ein Flossenrupfer. Also irgendwas, was, also wie ein Fadenfisch oder was mit Schleier, sollte man mit Sumatras nicht zusammensetzen, hat man nicht so viel Spaß damit. Das ist übrigens auch ein Mönchhausia, aber kein Signalstreifen, sondern ein Rotaugen-Mönchhausia. Auch ein sehr, sehr schöner Fisch. Hatte ich auch mal. Und hier haben wir was ganz Besonderes aus dem Malawisee, und zwar haben wir hier Letrinops. Und nicht irgendwelche Letrinops, sondern Letrinops Redcap Itungi. Wunderschöner Fisch, man kann schon erkennen,
wo die Reise hingeht, aber diese eine Farbexplosion könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber sollten mit nicht allzu krassen Kloppern zusammengehalten werden und in einer größeren Gruppe. Aber Wahnsinnsfische und einer der Fische für mich im Malawisee überhaupt. Hier haben wir übrigens was, das sind keine Chilumba, sondern das ist zwar auch ein Alonokara, aber ein Ngara nennen die sich. Und ihr könnt sehen, die haben nicht nur rote Streifen in der Schwanzflosse wie die Chilumba, sondern da zieht sich das Rot auch noch über den Bauchbereich weiter. Und ein Großteil des Fisches ist auch noch sehr stark rot gefärbt, wenn sie richtig in Farbe stehen. Na, also hier sind Ngara und hier nebendran sind die Chilumba. Also ihr seht, muss man schon ein bisschen genauer gucken. Und je nach Standort variieren die dann auch. Aber tolle, tolle Fische. Und gerade Blau ist im Malawisee ja sowieso viel vertreten, genau wie Gelb. Okay, dann zeige ich euch jetzt mal das, warum wir eigentlich hier sind. Und hier sind wir dann auch in einem weiteren Räumchen und hier sitzt das Objekt der Begierde. Nein, das sind nicht die kleinen Corydoras Pygmaeus, die übrigens sehr, sehr schön freischwimmen für den Cory und nicht so groß werden, deswegen Pygmaeus. Hier sitzen noch ein paar Schmerlen, jede Menge Schnecken und Garnelen unter anderem, ich mache mal eine Lampe an, dass ihr es sehen könnt, sitzen hier sehr schöne Molukkenfächer-Garnelen, also nicht die Monsterfächer, sondern die Muluescensis. Das ist die sogenannte Bergwasserfächer-Garnele und auch sehr, sehr große Tiere. Und hier jede Menge Zwerggarnelen, also hier ist alles voll mit Zwerggarnelen, aber dafür bin ich nicht hier. Das, wofür ich hier bin, das sitzt hinter mir. Und zwar da oben sind sie. Kennt ihr die? Das sind Fetzenkugelfische. Und ja, ich habe einen Fetzenkugelfisch. Und mein lieber, lieber Freund Uli, der mich auch immer ganz toll tätowiert, der hat ihn bei mir gesehen und hat gesagt, oh Tobi, ich hätte auch sehr, sehr gerne einen Fetzenkugelfisch. Und für Freunde organisiert man auch mal was. Und der Uli kriegt von mir einen Fetzenkugelfisch. Also Uli, wenn du das siehst, was ich sehr davon ausgehe, da ist dein neues Baby. Der hat mich eben schon angelächelt. Den werden wir mitnehmen. Und dann hält er sich den noch eine Zeit lang bei mir und dann kommt der zu Uli in die Anlage. Vielleicht filmen wir auch dort mal ein bisschen. Mal gucken. Und ja, den packe ich jetzt ein. Und dann sehen wir uns wieder bei mir im Keller. Bis gleich. Kleines Update von den Ramis habe ich auch versprochen. Und zwar, ich schnapp mir gleich die Kamera. Hier haben wir ja unser Rami-Sammelbecken. Da ist eigentlich alles beim Alten. Die Goldenen, die wollen so ein bisschen. Demnächst sollte ich auch wieder zwei oder sogar drei Becken frei haben. Dann werden wir hier noch ein bisschen splitten. Und ich habe auch heute schon abgeklärt bezüglich wilder Ramis. Auch das sollte kein Problem sein. Und auch noch was, was immer im Schatten der Schmetterlingsbuntbarsche steht und was eigentlich ein super, super cooler Fisch ist, der viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Auch das werdet ihr in den kommenden Monaten, werde ich gucken, dass ich euch auch da berichte. Bleibt gespannt, wird sehr, sehr cool. So, ich schnapp mir die Kamera, während unser Neuankömmling hier jetzt schon mal in der Wasseranpassungsphase ist. Und zeige euch die anderen Ramis mal noch, was dort abgeht und was ist eigentlich mit unseren Jungtieren passiert. Fangen wir an hier unten mit unserem Projekt ohne Bodengrund. Und zwar den zwei geht es blendend. Hier ist das Männchen. Da hinten ist die Dame, die einen immer fetteren und roteren Bauch bekommt. Das spiegelt leider ein bisschen, ich hoffe man kann es sehen. Sehr, sehr schönes Pärchen. Macht sich auch sehr, sehr gut, wenn er mal scharf stellen würde. Aha. Und die sind auch schon fleißig hier unten den Laichplatz am Putzen. Also da sollte es bald losgehen. Ich muss den pH-Wert noch ein kleines bisschen drücken. Bisschen Seemandellaub liegt drin. Hier liegt noch ein bisschen von unserem Moos drin, das ich euch in dem letzten Video vorgestellt habe. Und ja, nebendran sehe ich gerade die Sterbei. Sind schon wieder am Eier legen. Ihr habt echt eine Macke. Aber es soll ja wieder Regen geben. Ich weiß, warum ihr heute abgeht. Die werden schon wieder getriggert und merken, dass Tiefdruckgebiet. Okay, also hier guter Dinge. Dann drehen wir uns mal um. Und zwar waren hier unten die blauen Ramis drin. Und hier sieht es auch sehr, sehr gut aus. Hab den pH-Wert jetzt auf 6,2 gedrückt. Mittlerweile, also hier könnt ihr den Verlauf sehen, wie das Wasser runtergegangen ist.
Sehr, sehr schön. Und jetzt sieht man auch, dass das Weibchen anfängt, immer mehr Farbe zu drücken. Jetzt sieht man so langsam auch, dass sie wirklich schön blau sind. Auf der Kamera sieht man es nicht so schön, aber sie ist auf jeden Fall wesentlich dunkler blau, gerade die Flossen. Und sie ist auch ein bisschen aggro. Er wird auch immer schöner, auch wenn er so ein bisschen den Flossenfehler hat, aber das ist nicht so tragisch. Aber sie präsentiert sich wirklich sehr, sehr schön. Sie hat so gar keinen Bock auf mich. Und auch die sind hier unten massiv am Putzen, wie die Waldmeister. Also ich denke, auch hier sollte es bald losgehen. Und guckt mal hier, auch die sind hier eine Mulde am Ausheben. Da hinten haben sie auch eine Mulde ausgehoben, da hinten. Hier vorne haben sie auch mächtig gebaggert. Also die bereiten auch schon diese Mulden vor, für den Nachwuchs dort drin umzubetten. Aber ich habe ja im letzten Video gezeigt, dass kurz nachdem das Video die Woche vorne dran beendet war, dass die kleinen Rammis, die wir oben drüber haben, geschlüpft sind und umplatziert worden. Und ich war schwer, schwer stolz. Und dann ist leider das passiert, was ich befürchtet habe. Und zwar, es sind keine kleinen Rammis mehr da. Am nächsten Morgen waren sie alle weg. Und ja, die zwei haben sie gefressen. Es ist so, dass auch Rammis, genau wie Skalare, bei euch zwei reden wir nicht, ihr irgendwie seid ihr zu doof, um Junge zu machen, ich weiß auch nicht. Naja, dass auch Rammis das üben müssen mit dem Nachwuchs. Und ja, es hat nicht funktioniert. Scheinbar hat dann doch die Gier gesiegt und sie haben ihren eigenen Nachwuchs gefressen. Es ist auch so, dass Rammis mittlerweile so verzüchtet sind, das liest man immer wieder, und genetisch oft nicht so mehr das beste Material sind, dass sie erstens mal ein bisschen empfindlicher sind und dass sie das mit der Brutpflege nicht mehr so hinbekommen. Und ja, ich werde mal schauen, ich werde vermutlich dieses Mal, nämlich wir haben schon wieder Eier, das ist das Positive, was ich euch nicht vorenthalten wollte, also da sind wieder Eier, man sieht sie nicht so gut, weil sie noch sehr, sehr hell sind, aber es sind locker doppelt so viel wie beim letzten Mal. Also ich schätze, dass es bestimmt 100 Eier sind dieses Mal. Also sehr, sehr gut. Werde sie dieses Mal wohl kurz nach dem Schlupf den zwei abnehmen und dieser Separat großziehen bzw. versuchen. Ich hoffe, es klappt. Und werde sie dann aber das dritte Mal wieder versuchen lassen, das selber hinzukriegen. Und werde, wie gesagt, wenn ich mich da ein bisschen reingefuchst habe, wenn das funktioniert, auch noch wilde Rammis holen und mit denen dann schauen, weil die sollten das mit der Brutpflege natürlich bestens hinbekommen, beziehungsweise wissen, was sie tun und nicht eventuell Zucht oder genetisch da so ihre Schwierigkeiten haben, weil das sind ja keine, in Anführungszeichen, künstlichen Aufzuchten. Es kommt vor, dass das 3-4 Mal braucht, andere schreiben bis zu 10 Mal und bei wieder anderen funktioniert es einfach gar nicht, dass sie die Jungtiere oder sogar auch die Eier direkt wieder fressen. Ja, schauen wir mal. Aber das ist auf jeden Fall das Update von den Rammis. Sie ist wunderschön, das Männchen ist auch wunderschön. Sie haben das mit der Brutpflege wunderbar gemacht, bis zu dem Zeitpunkt vom Umbetten, und dann haben sie es leider verkackt. Naja, so ist es, aber ich möchte ehrlich sein, ja, das passiert einfach, wie gewonnen, so zerronnen, aber ja, so ist es halt. Guter Dinge bin ich mit den Kerlchen, auch schwarze Rammis habe ich schon meine Fühler ausgestreckt, und dann werden wir mal gucken, und ich werde ein bisschen Platz schaffen und dann schauen wir mal, wie das Rammi-Game so läuft. So, sie machen ihren Job gut. Ich hoffe, es funktioniert wieder so lange und so gut wie beim letzten Mal. Und ja, jetzt setzen wir aber dann mal unseren neuen Kameraden hier ein und gucken uns das Tier mal noch ein bisschen genauer an. So, hier haben wir den Süßen. Da ist er nochmal. Eben habt ihr ihn ja so gesehen. Und zwar ist das ein sogenannter Fetzenkugelfisch oder auch Tetraodon baleyi. Ich blende es euch hier mal ein. Der gute Kerl ist ein Vertreter der Kugelfische und kommt aus dem asiatischen Raum. Verbreitungsgebiet ist Thailand, Laos, Kambodscha, so in der Ecke ist er unterwegs. Sollte zur Endhaltung, wird meistens gesagt, ein 100 cm Becken haben. Also ich habe meinen aktuell in einem 60er Becken sitzen. Das funktioniert auch sehr, sehr gut bisher, da die Tiere relativ viel rumliegen, sich auch eingraben oder zwischen Felsen liegen. Deswegen haben sie auch diese urige Optik mit den Fetzen. Ich zeige euch das gleich mal noch. Haben einen schönen gelben Bauch tatsächlich. Das ist sehr, sehr schön. Und
Die werden so um die 15 cm groß. Was bei diesem Kugelfisch zu beachten ist, das gilt ja für einige Kugelfische, wie auch zum Beispiel den MBU, dass bei dem, im Gegensatz zum Beispiel Karl, dauerhaft die Zähne wachsen. Das heißt, ihr müsst diesem Fisch die Möglichkeit geben, dass der sich die Zähne abwetzen kann, weil ansonsten kriegt der genau wie der MBU eine Maulsperre auf Dauer. Also sollte auf jeden Fall was wie Muscheln, Schnecken, Krebse regelmäßig gefüttert werden, dass der einen Zahnabrieb hat. Sie machen es zwar wohl auch an Lavasteinen oder an Kieseln, aber bevorzugt sollte das über die Nahrung passieren. So, wir werden den jetzt ganz vorsichtig hier rausnehmen in einen Messbecher, weil den ich bisher habe, mein eigener, der hat sich da tatsächlich aufgepustet und man sollte tunlichst vermeiden, dass Kugelfische sich so aufpustern. Sieht vielleicht lustig aus, aber ist für den Fisch ultimativ Stress und auch tatsächlich gefährlich. Das kann auch sein, dass der diese Luft oder Wasser, was der dann aufsaugt, nicht mehr rausbekommt und daran sogar stirbt. Also sollte das sehr vorsichtig passieren. Es ist zwar selten, dass sie daran sterben, aber es ist möglich. Und dann hoffe ich, dass der Uli sich drüber freut. Im Moment kommt er jetzt mal hier oben in so ein kleines Becken, da kann er erstmal ankommen. Morgen wird er dann das erste Mal Futter bekommen und das reicht jetzt mal für den Anfang. So, dann werde ich mir mal einen Messbecher schnappen. Schnappen wir uns mal einen Messbecher. Werde mal ein bisschen Wasser hier reinmachen und werde mal gucken, dass ich den Süßen gerade so gefangen kriege, dass wir ihn gar nicht aus dem Wasser heben müssen, dass er sich nicht aufplustert. Na komm, geh mal rein. Sehr schön. So, dann kann ich ihn euch auch nochmal, ohne dass er jetzt ultimativ Stress hat, auch nochmal besser zeigen. So, also das ist ein Fetzenkugelfisch. Viele finden sie super hässlich, ich finde sie wirklich richtig, richtig schön. Hat auch schöne Augen, ist auch ein Fisch, der unheimlich viel am Beobachten ist. Und ihr könnt vielleicht unten diese Fetzen erkennen. Deswegen Fetzenkugelfisch, und ihr könnt euch vorstellen, wenn der irgendwo in einem Gewässer mit felsigem Untergrund ist, wo auch Mulm liegt, wo Blätter drin liegen, wo Algen wachsen, dass man den kaum sieht und er halt als Lauerjäger, was er nun mal ist, dort auch wirklich erfolgreich ist. Und jetzt zeige ich euch mal noch den gelben Bauch. Hier seht ihr den gelben Bauch. Ja, wunderschöner Fisch. Ist auch gut genährt. Und tatsächlich doppelt so groß wie meine Fluse, den ich damals geholt habe. Also ich bin guter Dinge, dass Uli sehr, sehr viel Spaß mit dem haben wird. Und dann setzen wir ihn jetzt mal ein. Und jetzt, Freunde, habe ich mir aber einen richtig schönen Denkfehler verpasst. Und zwar, ich komme hier mit dem Messbecher gar nicht rein. Also müssen wir ihn doch einmal schnell hier rauskeschern und werden ihn dann schnell einsetzen. Das Wasser habe ich angepasst. Okay, er hat sich nicht aufgepustet. Nein, hat er nicht. Er hat kurz Anstalten gemacht tatsächlich. Vielleicht hat man so dieses Geräusch gehört, was er wollte. Er hat es aber nicht getan. Und jetzt sitzt er drin. Jetzt kann er jetzt erstmal verweilen bis morgen. Ich mache jetzt absichtlich mal keinen Sichtschutz, nichts rein. Da oben ist er nicht wirklich gestört und ich möchte sehen, was mit ihm ist. Ich werde heute noch zwei, dreimal kontrollieren gehen, morgen dann auch noch kontrollieren und morgen, wenn alles okay ist, dann bekommt er auch ein Versteck, dass er sich so ein bisschen einmummeln kann und vielleicht isst er ja heute Abend oder morgen schon was. Jo, das war's mit dem Fetzi und für euch gibt's jetzt die Abmod. So, Freunde, das war's dann auch schon wieder mit diesem kleinen, aber feinen Video meinerseits. Ich glaube, es sind trotzdem wieder über 20 Minuten, aber egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr es cool fandet, sehr gerne Däumchen nach oben, positive Bewertung. Vielen lieben Dank. Gerne auch ein oder mehrere Kommentare schreiben, wenn ihr noch was beizutragen habt, was wissen wollt oder ein Wunschthema habt. Sehr, sehr gerne auch diesen Kanal abonnieren, falls ihr das immer noch nicht getan habt. Vielen lieben Dank auch dafür. Dann schaut immer in die Videobeschreibung. Dort ist die Zierfischfarm Jung natürlich verlinkt. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit für mich genommen habt, dass ich wieder ein bisschen belästigen durfte und vielen Dank für den tollen Kaffee. Das Video, das ich angesprochen habe über die Zierfischfarm, ist ebenfalls verlinkt. Außerdem das Video von letzter Woche natürlich, auch sehr, sehr sehenswert. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung natürlich auch noch Wege, mit denen ihr mich unterstützen könnt, wie zum Beispiel die Wege zu meinem Shop und noch andere Links. Vielen lieben Dank, wer auch dort vorbeischaut. Und bevor ich jetzt husten muss, dort findet ihr auch noch, wie ihr mich auf Facebook, Twitter, Instagram und so weiter findet, könnt ihr mir folgen.
mir ein Like da lassen, mir eine Freundesanfrage schicken oder was auch immer. Und mir bleibt nicht mehr viel mehr zu sagen. Fast bin ich gesund, ein bisschen Husten habe ich noch. In diesem Sinne, wir sehen uns hoffentlich, vielleicht, na klar, nächste Woche. Macht's gut, ihr Fischlinge, und ich bin raus hier. Tschüss.